Der Imperator wird meine Heimat nicht zerstören. Auf Savali soll ein Mönch nach Lombaxen suchen. Ob Ratchet ihn schon gefunden hat? Ihr müsst Pierre finden. Er hilft euch, Captain Quantum zu warnen. Wohl gerade. Wow! Täusche ich mich? Oder sind da jetzt mehr von den Dingern? Ich fürchte, die Dimensionskatastrophe wird schlimmer. Na, je schneller wir Pierre finden, desto schneller können wir alles reparieren. Irgendwie. Wir finden einen Weg. So wie immer. Oh, was für ein Song! Und eine Sondermeldung. Adolis ist heute wegen einer privaten Veranstaltung geschlossen. Der Hinrichtung von Pierre Le Fer. Eindringlinge werden sofort erschossen und oder erdolcht. Und vergesst nicht Absatz 4 des Piratenkodex. Niemals das eigene Schiff in die Luft jagen. Natürlich wird unsere einzige Spur zu Captain Quantum gleich hingerichtet. Vielleicht kann uns jemand anderes sagen, wo er ist. Ah, was für ein schöner Abend! Du willst lieber Präzision als Masse? Der Kopfjäger sorgt für stellare Schießereien. Willst du schon... mit Miss Turcon ins Geschäft. Bitte mit Captain Quantum sprechen. Eindringlinge! Haben Sie wohl etwas ausspioniert? Pierre lebt noch. Ich glaube, durch diese Höhlen führt eine Abkürzung zu ihm. Schnell, Ratchet. Wir müssten Pierre durch diese Höhlen erreichen können. Vorbei ist. Hilfst du mir, die Lombaxe zu finden? Natürlich, Ratchet. Du hast deine Meinung geändert? Vielleicht.
Ich weiß nicht. Vor heute dachte ich, der Dimensionator würde mir nur Ärger bringen. Aber ohne ihn hätten wir Rivet und Kit nie getroffen. Ich glaube, das bedeutet was. Viecher gewesen sein. Mit dem Knochen und ein bisschen Kopfkraulen. Du verhandelst knallhart. Der Knochen, Kraulen und ich leg noch meinen Lieblingshut drauf. Aber komm nicht auf die Idee, noch mehr zu fordern. Okay, der Knochen, Kraulen, mein Hut und mein Schiff. Lass mir nur meine Beute. Mehr hab ich nicht. Schön, schön, du kannst alles haben. Hol mich nur hier raus, Hündchen. Bitte. Ich flehe dich. Katastrophe wird schlimmer.
Na toll. Spalt, alter Schneider, das fehlte gerade noch. Es ist noch nicht vorbei. Es öffnet sich noch ein Spalt. Dass alle Piraten auf diesem Planeten? Hat sich nämlich so angefühlt. Oh, so viel Glück haben wir niemals. Direkt voraus. Ständig alles umdrehen. Schwimmen gehen.
Das hast du sehr gut gemacht, Ratchet. Danke, Kumpel. Ich habe deine Gesellschaft ganz schön vermisst. Wurden alle Versailles-Ziele vom gleichen Ort eingesaugt? Oder kamen sie von verschiedenen... Oh, mein Hirn fängt an zu quallen. Mal an. Ich werde nie wieder schwimmen gehen. Komm schon! Das Schiff musste auf Molonot auch gehen. Im Grunde hat es sich selbst zerstört. Hey, Blubber! Wenn jemand Ua retten wollte, jetzt wäre...
Eindringlinge? Ihr haltet den Arm des Gesetzes nicht auf, ihr! Liebet, kleine Roboter und ihr! Protégé? Was macht ihr denn hier? Ich bin ihr. Wie bitte die? Ich will mich nicht beschweren, aber. Wieso? Du musst uns helfen, mit Captain Quantum zu reden. Er schickt ihn uns. Okay, wie auch immer. Bitte! Lass mich nur weg von diesem verdammten Kalamar! Das ist doch ein Piraten im Anflug. Indra, danke, Kumpel. Normalerweise würde ich Freunde nicht helfen, aber ihr habt mein Leben gerettet und ich bin Pierre Lefer, Gentleman extraordinaire. Für eine Audienz bei Captain Quantum müsst ihr die Piratenprüfungen absolvieren. Was ist das? Eine Tradition so alt wie Grog, bei der sich alle Piraten ihre Lorbeeren verdienen. Geht zum Schädelberg, schließt die Prüfungen ab, dann findet ihr den Captain. Oh, danke, dass du Miss Turcon gewählt hast. Musst noch ein paar Schurken erledigen, bevor du die hier aufrüsten kannst. Haltet sie auf, bevor sie die Bahn erreichen! Drehen! Ja, mach neu!
Angriffe vielleicht verhindert, aber unsere Feuer nun niemals! Mann, die Beute muss echt spektakulär sein, wenn sie von so vielen Piraten bewacht wird. Vielleicht übersehen wir irgendetwas. Wenig geplündert in letzter Zeit. Wie konnten Sie durch? Beschützt die Beute! Jetzt gehört die Schatztruhe allein uns. Ja. Ein Kartomat? Klasse! So, hey, das ist ein Teleporter! Nicht der Weg zum Schädelberg, aber ich hab gesehen, die Piraten etwas Glänzendes zu machen. Lass dir Zeit, Sweetie! Ich weiß nicht, ob ich ihn traue. Geht mir auch so. Aber nur mit ihm finden wir Captain Quantum. Wir müssen bloß diese Prüfungen bestehen. Moment. Aus. Der Flitzkäfer wäre bestimmt froh, hier rauszukommen. Bitte komm gut an! Bitte komm gut an! Hat das Kerlchen einen Turbo? Bist schon mal ein dieser Flitzkäfer geritten, oder, Clank? Wenn man sich verzweifelt festklammern Reiten nennen kann. Er erinnert sich wohl an uns. Und er verfolgt uns? Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Willkommen zu den Piratenprüfungen! Na, wer wird heute mit uns Säbel rasseln? Was? Ahoi!
Die Piratenprüfungen sind ein Freizeitpark? Cool. Also? Was? Alle Stimmbänder bereit für ein schurkiges Schunkel-Shanty? Oh nein. Hey, das ist die richtige Einstellung. Hör dir das Shanty an und schieß in der richtigen Reihenfolge auf die Piraten zum Wiederholen. Matrosen! Sing Shanties! Matrosen! Sing Shanties! Sehr gut! Wirklich! Jetzt der kleine Kerl! Pardon? Ich hoffe, dein Gedächtnis taugt was. Von Mädchen in respektablen Machtpositionen. Von falsch. Ich hoffe, dein Gedächtnis taugt was. Von Mädchen in respektablen Machtpositionen. Von falsch. Ich hoffe, dein Gedächtnis taugt was. Von Mädchen in respektablen Machtpositionen. Von Mädchen in respektablen Machtpositionen. Musik in meinen Ohren. Und jetzt alle. Hi, das ist die richtige Einstellung. Wie an der Küste. Warte. An der Küste warten. Bravo! Du hast die erste Prüfung mit Bravour bestanden. Jetzt geht's weiter mit der zweiten. Ich dachte, es lief ganz gut. Ja, wir sollten das wohl öfter machen. So, du hältst dich für einen Piraten, hm? Überleg's dir, denn jetzt trittst du die härteste Prüfung an. Der Schrecken von Boku Boku Bay. Der Zerstörer von Mond 34b. Die Inspiration aller Gruselgeschichten. Jeder Umriss in den Schatten und alles Unheilige in unserer schönen Galaxie. Der einzige, wahre Flutje. Es ist nur ein Grundtor. War ein Grundtor. Ach ja, habe ich ganz vergessen. Die zweite Prüfung ist vorübergehend außer Betrieb. Ihr könnt einfach durchgehen. Oder nicht? Ganz egal. Der Grundtor-Futterspender scheint defekt zu sein. Oh? Oh. Kannst du uns helfen, an den Goldbeutel zu kommen, Glitch? Stellen.
Keine Sorge. Das nächste Mal reden wir von Angesicht zu Angesicht. Ich freue mich schon darauf. Allein du, Glitch. Toller Hund. Gegen alle Widernisse und Gegner, Captain!
Ihr habt überlebt? Ich meine... Wussa! Der Captain ist gleich da vorn. Endlich! Offenbar hat Pia doch die Wahrheit gesagt. Sehen wir erst mal, was da vorne ist. Vielleicht hat es das herzlichen Glückwunsch auf Krakisch. Das macht es nicht gerade besser. Wetsche! Also, Captain, was führt dich hierher? Du, bist in Gefahr. Der Imperator hat einen... Dimensionator? Du weißt Bescheid? Ha, ha! Wir haben ihn verwandt. Unser bisher größter Coup. Also ist eigentlich er, der in Gefahr ist. Mit dem Ding kommen wir dem Imperator zuvor. Ding? Das ist mein Gesicht. Aber du bist kein Roboter. Du wagst es! Warte, hier gibt es auch einen Quark? Quark? Es heißt Quantum! Captain Quantum! Mörder! Nein, 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 nein! Ich bin's! Ich bin es doch! Quantum, seht ihr? Ihr werdet büßen, den Kopf des Käpt'n so zu schänden! Alle beide! Nein, nein, nein! Das ist alles meine Schuld! Was? Du musst mich erden! Ich heiße Ratchet! Überlässt du uns den Helm? Du kannst den dämlichen Helm haben. Ich steuere uns von diesem Planeten, aber du musst uns die Piraten vorbeihalten, bis wir fahrtbereit sind. Überlass das mir. Wenn ich Ihr Captain wäre, würde ich jetzt zum Gegenangriff sammeln lassen.
Aber ich bin's nicht mehr. Also, wer weiß? Das klingt bedenklich. Aha! Wir sind fast startbereit. Schnell, rauf aufs obere Kontrolldeck und mach unsere Starterdüsen scharf. Freiheit! Süße, glorreiche Freiheit! Oh nein. Macht uns der ganze Planet? Wenn die mich nicht abmurksen wollen würden, würde ich mich echt geehrt fühlen. Nur noch einen Moment! Wir sind fast bei voller Leistung! Wo will das Schiff hin? Was zum Henker ist das? Sie haben den Plünderstrahl eingesetzt! Es ist ein Hinterhalt! Und ein perfekt durchgeführter noch dazu! Ach, ich habe Ihnen alles beigebracht! Erstmal, bevor die Piraten oder der Imperator hier sind. Imperator? Wir werden längst weg sein, bevor er in meine Nähe kommt. Wir sind startbereit. Initiiert die Starterdüsen! Brauchen wir Sicherheitsgurte? Den Weg ab. Bereit machen für Einschlag! Nein, nein! Sie haben einen Versenker! Meinst du diese riesige Kanone? Sie schießt uns bis nach Bukaro! Du musst sie ausschalten! Wir müssen den Versinker schnell deaktivieren. Okay, hier muss es doch irgendwas Nützliches geben. Leute! Wir werden erfüllt!
Ausrenker, oder? Wir müssen nur erst die Piraten besiegen. Funktioniert nicht, Ratchet. Denkst du, was ich denke? Ich fürchte, ja. Also, dieser Captain Quark, ist er in eurer Dimension auch ein Pirat? Nein, er ist ein Held. Auch wenn er uns verraten hat, sich ergeben, um seine Haut zu retten, unsere Lorbeeren geklaut. Er ist ein Held? Weil er, egal wie oft er es auch vermasselt, immer da ist, wenn es drauf ankommt. Er versucht's immer wieder. Bricht auseinander. Der Imperator ist allmächtig und mein Leben ist in Gefahr. Die Chance für einen Berufswechsel. Und da hab ich dich. Was tust du da? Ein Held sein! Quantum hat uns wirklich gerettet. Wow. Wir müssen es Griffith und Kit sagen. Das werden wir, sobald sie auf Sargasso fertig sind. Ich hoffe, alles...